tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Cresselia vor. Cresselia ist ein legendäres Psycho-Pokémon ohne Entwicklungsstufen und hat eine Schwäche gegen Käfer, Unlicht und Geist, eine Resistenz gegen Kampf und Psycho sowie eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Bodenattacken. Cresselias Basiswerte sind wie bei den meisten legendären Pokémon sehr hoch, wobei bei Cresselia die Verteidigungswerte enorm herausstechen, während die offensiven Werte immer noch in Ordnung sind. Die EV verteilen wir 228 in KP, 204 in Verteidigung und 76 in Spezialangriff, dazu ein kühnes Wesen, um die Verteidigung zu erhöhen. Als Attacken nimmt man Psychoschock, Mondgewalt, Gedankengut und Mondschein. Psychoschock ist die Step-Attacke in diesem Set und Mondgewalt gibt Coverage gegen Unlicht-Pokémon. Gedankengut erhöht Spezialangriff und Spezialverteidigung um je eine Stufe und Mondschein hat Cresselia um 50% der KP. Als Item nimmt man Überreste, um jede Runde noch ein bisschen Heilung zu kommen. Die KP-EV sind auch so verteilt, dass auf Level 50 die maximale Heilleistung aus Überreste herausgeholt wird. Durch Cresselias natürlichen Bulk kann sie locker Attacken aller Art tanken. Man sollte sie jedoch bevorzugt in einen speziellen Angreifer werfen, damit man den defensiven Effekt von Gedanken gut ausnutzen kann. Während man sich boostet, kann man sich zwischendrin immer wieder mit Mondschein heilen. Wenn man 2 bis 3 Boosts hat, kann man da anfangen drauf zu hauen. Es sei denn, der Gegner kann Cresselia kaum Schaden machen und man hat somit die Gelegenheit mehr zu boosten. Dann sollte man das natürlich auch ausnutzen. Sobald man genug Boosts hat, heilt man sich auf jeden Fall bei Bedarf nochmal hoch und fängt an mit Psychoschock und Mondgewalt drauf zu hauen. Sweeper kriegt man mit 2 bis 3 Boosts locker gewonnen hätte, sofern sie den Attacken nicht resisten. Und Tanks sind in den meisten Fällen noch langsamer als Cresselia, somit muss Cresselia von jedem gegnerischen Pokémon in der Regel nur eine Attacke einstecken, was sie mit ihren Death-Werten auch locker hinkriegt. Vor allem, weil spezielle Angreifer nach 2-mal Gedankengut kaum noch Schaden machen. Kontern kann man dieses Cresselia am besten mit Toxin, da sie den Schaden irgendwann einfach nicht mehr gegenheilen kann und somit auch ausgewechselt werden muss. Aus diesem Grund empfehle ich für Cresselia einen Cleric im Team zu haben, der mit Aromakor oder Vitalglocke Statuseffekte heilen kann. Bei den restlichen Teammitgliedern empfehle ich wie immer darauf zu achten, dass es schön ausgewogen ist und so für möglichst viele Situationen eine Antwort hat. Das war's von meinem Cresselia und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.